Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen DeLonghi Electric Cappuccino Evo Machine Video. Heute wollen wir mal die Kaffeetemperatur einstellen. Es gibt nämlich Homies da draußen, die wollten kalten Kaffee. Der soll jetzt nicht kalt sein, aber halt lauwarm nur. Es gibt aber auch Homies da draußen, die wollen knackeheißen, richtig heißen Kaffee haben. Und es gibt Leute in der Medium-Fraktion, die ganz normal ihren Kaffee auf Medium-Temperature haben wollen. Die DeLonghi Electric Cappuccino Evo Maschine hier bringt uns ein Werkzeug an die Hand, dass wir dies einstellen können. Ich habe da hinten ein Multimeter stehen mit Temperaturmessung. Ich weiß, es wird nicht so genau sein, aber ich hoffe, wir werden dann sehen, dass es unterschiedliche Temperaturstufen gibt. Ich werde jetzt einen heißen und einen kalten mal machen und dann gucken wir uns an, wie der Unterschied der Temperaturen ist. Aber wie können wir überhaupt dazu kommen, dass wir einen heißen oder einen kalten Temperaturkaffee kriegen? Ganz einfach. Die Maschine ist an, betriebsbereit. Und jetzt schauen wir uns mal oben das Display an. Okay? Hier gibt es so ein Zahnrad. Das benutzen wir, indem wir auf die Touch-Taste uns draufdrücken. Dann können wir mit der Rechts- und Längstaste uns durch dem Menü bewegen. Wir bewegen uns jetzt nach rechts, um in die allgemeinen Einstellungen zu kommen. Entweder viermal nach rechts oder, wenn wir reinkommen, können wir zweimal nach links gehen. Dann seid ihr ein bisschen schneller dran. Ne? Dann sind wir nämlich bei allgemein. Allgemein wird ausgewählt mit OK hier oben. Ne? Da ist OK. Und jetzt sehen wir schon im ersten Menüpunkt von unserem allgemeinen System steht die Temperatureinstellung. Nice, guckt euch das an. Wir können hier auch in die Wasserhärte gehen und in andere. Aber wir bleiben jetzt mal im Fokus auf die Temperatureinstellungen. Um diesen Menüpunkt auszuwählen, drücken wir erwidert den OK-Tabel. Die Temperatureinstellung ist aktuell hoch. Und da blinkt jetzt was rum. Wir gehen nach dem gleichen System vor, rechts oder links. Wir können es jetzt auf Mittel stellen oder auf Niedrig. Das heißt, ich gehe jetzt hin und werde es jetzt erstmal auf hoch lassen, denn hoch war es schon vorher. Es wäre aber blöd, wenn ich euch mit hoch anfange und die Temperatur drin in dem System ist groß. Also wir gehen erstmal auf niedrig. Ne? Wir gehen jetzt auf niedrig, stellen das um und nun ist die Temperatureinstellung auf niedrig eingesetzt. Nun können wir uns zurücklehnen und einen Kaffee machen, indem wir Escape wieder ins Hauptmenü zurückgehen. Nun können wir einen Kaffee zubereiten, ganz normal, wie wir das auch gewöhnt sind. Und dann werden wir jetzt gleich mal gucken, wie heiß dieser Kaffee da rauskommt. So, ich packe mal hier meine Messlanze rein und dann messen wir hier, was jetzt für eine Temperatur da rauskommt. Ihr könnt da drüben die Temperatur sehen, momentan sind 21 Grad Celsius. Wenn jetzt das Kaffeegesöff hier mal rauskommen sollte, werde ich das mal da dran halten. So. Und wir gehen auf 70, 73, 75, 76, 77, 76, 77 Grad. Ja, ich treffe nicht immer die ganze Zeit so richtig. Jetzt gehe ich mal unten rein in die Suppe. Hier haben wir eine Temperatur von 70 Grad und wir sind jetzt auf dem Niedrigsektor. Und wir müssen auch noch sagen, meine Multimeter da hinten ist jetzt nicht das Crème de la Crème Temperaturmessgerät. Das heißt also, wir haben dort auch noch Unterschiede in der besagten Messskala selber. Also wir merken uns jetzt kommt hier rausgeschossen mit 75, unten im Hauptsystem ist es bei 70 dann kommt es zur Ruhe. Nun gehen wir hin und werden zu Testzwecken das umstellen, weil hier war ja unser Niedrig und jetzt kommen wir zu unserem höheren Wert. Das heißt, wir gehen wieder, wir erinnern uns, zweimal nach links, allgemein hinein, Temperature niedrig, dann machen wir sie jetzt mal auf hoch und sehen mal, was wir jetzt für einen Unterschied bekommen. Okay. Temperatureinstellung ist auf hoch gesetzt, Escape zurück und Kaffee. Nun werden wir schauen. Wir haben uns ja gerade gemerkt, 70 Grad Plürre, 75 Grad Ausschank. Ich gehe mal ein bisschen höher, damit ich besser drankomme.
So, jetzt schauen wir uns an, was im hohen Segment. Das heißt also, jetzt wird mehr Energie verwendet, um das Wasser, was dort im Durchlauferhitzer der Maschine ankommt, etwas höher zu erhitzen. Und jetzt sehen wir, wir sind 76, 75. Bei größeren Mengen Kaffee wird das mehr zu Trage kommen als bei niedrigeren Mengen. Das heißt also, wenn ihr das bei einem Espresso anwendet, wird dort nicht so ein großer Unterschied darstellen. Ich sehe jetzt auch hier 75 bis 78 zwischendurch mal in die Plüre unten rein. Haben wir einen Anstieg von, ja, 75 sind wir jetzt gegenüber 70 auf der anderen Seite. 76, also im Hauptbecken haben wir eine Erhöhung von 6 Grad gemessen. So, das heißt also, wir gehen jetzt sogar auf 77, lasset 80 sein. Das heißt, wir haben in der niedrigsten Positionierung hier die 70 Grad im Getränk und bei der höchsten haben wir 80. Und ich merke das auch, also meine Finger nehmen das schon wahr. Hier drüben ist viel bedeutend kühler als hier. Und ich weise mal darauf hin, mein Gerät ist jetzt nicht so spitze. Aber so könnt ihr die Temperatur eures Kaffees anpassen. Einstellungen. Allgemein. Temperatureinstellung. Auswählen. Und ich würde vorschlagen, macht sie immer auf hoch. Und dann habt ihr einen freshen, nicen, was hat man gesagt, 80 Grad heißen Kaffee unten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.